dachte, der Flug würde nie enden. Aber das war's absolut wert. Dieser Urlaub wird echt toll. Oh, ich pack besser aus. Mach schnell, ich muss mal. Ups, sorry. Komm raus, Schatz. Hallo, Mama. So ist es besser. Hm, ich liebe Marshmallows. Oh, Süßigkeiten. Das ist das beste Picknick aller Zeiten. Ist das eine Fliege? Husch, verschwinde. Psst, Mama versucht zu lesen. Wow, das ist ja interessant. Oh, sie greift mich an. Hilfe, hilf mir. Mama, du musst mich retten. Schau mal. Ist ja gut. Ganz ruhig. Ich habe genau das Richtige. Habe es immer dabei. Fangen wir ein paar Fliegen. Gute Idee, Mama. Wie läuft? Schau es dir selbst an. Das lief nicht nach Plan. Ich helfe dir. Zum Glück habe ich diesen Schläger. Ihr habt euch mit dem falschen Kind angelegt. Jetzt hast du ein Problem. Das sind meine Marshmallows. Oh, nimm das. Oh, so knapp. Oh, da ist es ja. Die sind echt schnell. Aber keine Sorge, ich fange sie. Das macht irgendwie Spaß. Hm? Was ist hier los? Tina, hör auf. Warte kurz. Ich habe eine Idee. Ich gehe einkaufen. Leg bitte den Schläger weg. Wo bleibt dann der Spaß? Kein Entkommen fliegen. Ihr gehört mir. Oh oh, können wir drüber reden? Oh, das war ein toller Einkauf. Nun muss ich es einfach aufstellen. Oh, hi Mama. Oh, was ist das? Das gibt's doch nicht. Wow, Mama, das ist toll. Komm rein, Tina. Hilf mir, die Klappe zu schließen. Okay, Mama. Jetzt machen wir den Reißverschluss zu. Das hält Fliegen fern. Es klappt. Nee, nee. Das entspannt so sehr. Hey, Süße. Sie hat so viel Spaß dabei. Mama, sieh dir die ganzen Seifenblasen an. Da gibt es so viele. Boah, die will ich lieber nicht essen. Tina, ich lese meine Zeitschrift. Ach, reg dich ab, Mama. Es macht mir so viel Spaß. Oh nein, das ist gar nicht gut. Mama? Mama, Mama, ich muss dir was sagen. Ich muss Kaka machen. Wähle einen Baum. Los. Endlich kann ich meine Zeitschrift lesen. Das könnte der richtige Ort sein. Hoffentlich sieht mich hier keiner. Na gut. Nicht hier. Ich muss mir einen anderen Ort suchen. Es ist niemand da. Versuchen wir es noch einmal. Sind das Brennnesseln? Mein Hintern! Mama, ich schaff das nicht. Da waren Menschen und Brennnesseln, Mutti. Hm? Was? Keine Sorge, Süße. Mal nachdenken. Moment mal. Ich kann den Stuhl benutzen. Ein Versuch ist es wert. Ich brauche dieses Messer. Zunächst schneide ich ein Quadrat in den Stoff. Genau so. Okay, was kommt jetzt? Oh, wir brauchen etwas um die, du weißt schon. Ich weiß. Diese Tüte wird reichen. Ich stecke sie in das Loch. Jetzt muss ich sie befestigen. Keine Sorge, ich habe dieses Band. Bitte sehr, Süße. Na, endlich. Mama, ein bisschen Privatsphäre? Als hätte ich dich noch nie kacken sehen. Das mag eine Weile dauern. So ist besser. Zum Glück sind wir im Freien. Igitt, was hast du denn gegessen? Welch eine Erleichterung. Na, hast du das Klopapier? Hier, richtig abwischen. Ja, ich brauche eine Menge davon. Aber natürlich. Mama, ich bin fertig. Das freut mich sehr. Und ich muss das jetzt aufräumen? Na toll. Mir wird übel. Was? Nein, heute geht's gar nicht. Ich gehe mit Tina aus. Warte mal kurz. Tina, zieh deine Schuhe an. Das war ein chaotischer Morgen. Wir sind zu spät dran. Gut, ich melde mich später wieder. Warte mal. Tina, komm schon. Mama? Die Schuhe. Ich schaff das schon. So schwer kann's nicht sein. Hm, geht es so?
Nein, nicht so. Vielleicht so? Ich vertausche sie. Okay, mal sehen. Los geht's. Autsch, meine Sneakers fühlen sich komisch an. Ach, das wird schon. Wow, was für ein schöner Tag. Guck mal da. Bitte mach langsamer, Mama. Wow, was für eine Aussicht. Mama, mir tun die Füße weh. Warte auf mich. Autsch. Aua, das tut echt weh. Mama, ich brauche eine Pause. Meine Sneakers sind wohl kaputt. Kannst du mal gucken? Mama? Warum musste ich selbst meine Sneakers anziehen? Ich war dieser Verantwortung nicht gewachsen. Oh, Vorsicht, der Baum. Hm? Welcher Baum? Aua, mein Kopf. Na toll, ich bekomme jetzt eine Beule. Ist das nicht toll? Los, nicht trödeln. Es gibt noch so viel zu sehen. Tina? Wo bist du? Tina? Tina? Aua, tut mir leid, Mama. Ich tue mein Bestes. Meine Sneakers sind kaputt. Du hast sie auf den falschen Füßen. Ich bringe sie wieder in Ordnung. Warum hast du denn nichts gesagt? So geht das nicht. Setz dich auf diesen Stein. Ziehen wir sie aus. Das fühlt sich prima an. So zieht man sie an. Siehst du? Es muss doch eine Lösung geben, die das einfacher macht. Moment, ich weiß. Da. Braves Mädchen. Oh, warte. Langsam, Tina. Das macht richtig Spaß. Vielleicht sollte ich ihre Sneakers wieder vertauschen. So kann ich wenigstens mit ihr mithalten. Es ist schön warm. Komm schon, Mama. Hm, diese Wolken sehen nicht gut aus. Es wird langsam stürmisch. Was denkst du? Das sieht nicht gut aus, Mama. Oh Gott, das fehlte gerade noch. Brrr, es wird kalt. Geht es dir gut? Brrr, ich habe Gänsehaut. Oh, das ist nicht gut. Ich habe eine Decke in der Tasche. So wird dir wieder warm. Danke, Mama. Der Hut fühlt sich gut an. Zieh auch diese Jacke an. So bleibst du warm. Und jetzt wird mir kalt. Geht's dir gut, Mama? Mach dir keine Sorgen um mich. Wenigstens ist meiner Puppe warm. Oh nein, ich habe eine Idee. Mama, wir wickeln dich ein wie meine Puppe. Das ist eine tolle Idee, Tina. Ich habe Frischhaltefolie dabei. Wow, was für ein Glück. Bleib still stehen. Ich wickle dir die Frischhaltefolie um die Arme. Wie ein Geschenk verpacken. Jetzt mache ich das Gleiche mit deinem Körper. Das hält mich warm. Und sie ist wasserdicht. Machen wir eine Jacke daraus. Ich mache einen Schnitt in der Mitte. Sei vorsichtig, Tina. Ich weiß, was ich mache. Oh, so modisch. Ich fühle mich wie ein Model. Los geht's. Es ist ganz schön dunkel hier draußen. Du siehst müde aus, mein Schatz. Leg dich hin. Hm, ich hoffe, hier draußen gibt es keine Bären. Oh, so gemütlich. Ich bin echt froh, dass wir das machen, weißt du? Schläft Lilly schon? Es geht doch nichts über ein erschöpftes Kind im Urlaub. Und ich bin auch total müde. Ich ruhe meine Augen kurz aus. Hä? Was ist denn draußen los? Es ist ein Monster. Das hat riesige Pfoten. Weiß es etwa, dass wir hier drin sind? Mama, Mama, wach auf. Ich bin gerade erst eingeschlafen. Wenn du mich nicht rettest, wer dann? Oh nein. Hä? Wer schreit da? Lilly, was ist denn los? Da ist ein riesiges Monster mit riesigen Pfoten. Es ist direkt vor uns. Nimm dieses Licht, um etwas besser zu sehen. Ich bin nicht gerne im Dunkeln. Schon besser, oder? Hä? Was zum... Ah! Ah! Oh meine Güte, dein Gesicht hat mich total erschreckt. Ach, das ist zu hell. Aber das kann ich ändern. Verwende einen leeren Milch- oder Wasserkarton und lege das Licht einfach oben drauf. Befestige es so, dass es sich nicht verschiebt. Und das sollte das Licht ein wenig abschwächen. Ist das nicht toll? Keine Dunkelheit mehr. Mir geht es schon viel besser. Jetzt kommen keine Monster mehr in unser Zelt. Oh, ich liebe das Meer. Heute ist ein toller Strandtag. Das sieht nach einer guten Stelle aus. Oh, na sieh mal eine an. Eine unbeaufsichtigte Tasche. Ich schnapp mir einfach beide. Jackpot. Gibt es hier noch etwas, das ich klauen könnte? Die Sonne fühlt sich so gut an.
Hey, wieso fühle ich mich plötzlich so beobachtet? Hä? Wer ist denn das? Hat die Person ein Fernglas? Oh nein, sie hat mich entdeckt. Jetzt cool bleiben. Das ist echt schräg. Ich ziehe besser meine Tasche näher zu mir. Wisst ihr was? Ich denke, ich sollte mein Geld verstecken. Die Geldscheine kommen gefaltet in die Windel. Aber natürlich ist eine saubere Windel kein Hindernis. Deshalb brauchen wir Schokolade. Die kommt auf die Windel und wird dort geschmolzen. Oh yeah, schön geschmolzen. Nun wird sie noch verteilt. Ha, das sieht so ekelhaft aus. Da wird niemals jemand hineinsehen. Ich bin ein Genie. Mal ernsthaft, so brauche ich mir keine Sorgen um mein Geld machen. Sie steht auf und verlässt ihren Platz. Das ist meine Chance, noch mehr Sachen abzustauben. Wie dumm kann man sein? Sie lässt ihr Zeug einfach so zurück. Aber gut für mich. Wow, oh Mann, wie ekelhaft. Komme ich vielleicht trotzdem an die Tasche ran? Nein, keine Chance. Die schmutzige Windel ist im Weg. Oh, sie kommt zurück. Ich mache besser die Fliege. Das war ein schöner Spaziergang. Oh, meine schmutzige Windel ist noch da. Ich habe mein Geld und meine Tasche vor dem Dieb geschützt. Diesen Trick werde ich auf jeden Fall wieder verwenden. Zeit für Snacks. Oh je, sehe ich da gerade richtig? Mir wird voll schlecht. Der Dieb läuft davon, wie lustig. Ich bin die absolut Beste im Sandburgen bauen. Dad, ich bin hungrig. Kann ich einen Snack haben? Oh, natürlich. Hier, nimm ein paar von denen. Yay, danke, Daddy. Ach, jetzt ist der Sand überall. Runter von der Decke mit dir. Oh, da ist jede Menge Sand. Wo kommt der denn nur her? Okay, das reicht wieder. Zurück zu meinem Podcast. Hä? Huh? Lizzie, hör auf! Oh Mann, was hat sie denn jetzt schon wieder? Moment, ist das dein Ernst? Der Sand ist sogar in meinem Glas? Oh, so geht das nicht. Der Sand ist schon wieder überall. Ich liebe den Strand, wenn nur der Sand nicht wäre. Der Sand kommt echt überall hin, egal wo man hintritt. Okay, der Sand ist von der Decke runter und nun stelle ich die Taschen in den Ecken auf. Nun fehlt eigentlich nur noch die Wasserwanne. Soweit, so gut. Oh, nicht so schnell, Lizzie. Zieh deine Schuhe aus, bevor du auf die Decke gehst. Dann wäschst du dir die Füße in der Wasserwanne. Sehr gut. Und nun bin ich an der Reihe. Schön sauber. Und nun kann ich auf die Decke treten. Ist das nicht viel besser? Und nun ist die Decke sandfrei. Ich muss sagen, das war einer meiner Geniestreiche. Hier draußen hat es bestimmt 1000 Grad. Das Wasser sieht echt einladend aus. Yep. Hey Süße, lass uns ins Wasser gehen. Wer zuerst dort ist, komm mir gleich. Wow, sie sieht echt hübsch aus am Strand. Die Brise tut echt gut. Mama, warte. Ist das kalt. Warte, sicher, dass du da rein willst? Moment mal. Was? Warum? Spring auf, ist doch viel besser. Oh cool, ja, ich will rein. Dachte ich mir, dass dir das gefallen wird. Wow, das ist wirklich entspannend. Warte, ich habe vergessen, mich einzucremen. Ich glaube, das ist nicht gut. Aber ich bin so weit vom Ufer. Ah. Hey, Mami? Ja? Mama, meine Haut brennt total. Es tut so weh. Oh nein, das ist schrecklich. Scheint, als hättest du einen Sonnenbrand bekommen. Oh, das muss echt wehtun. Aber Hilfe ist unterwegs. So, jetzt werden dir die Sonnenstrahlen nichts mehr antun. Viel besser. Ich habe noch eine tolle Idee für dich. Komm schon, hier lang. Lege die Luftmatratze hier ab. Perfekt. Jetzt fehlt uns nur noch ein Teil. Das Zelt. Binde es einfach hier fest, damit es im Wasser nicht abfällt. Und versichere dich, dass der Knoten festgebunden ist. Und dann machen wir direkt eine Probefahrt. Vorsichtig. Ich bin echt gut darin. Hi, Mama. Oh, du siehst toll aus da drüben, Schatz. Du bist ja überhaupt nicht rot. Oh, ich wünschte, ich könnte das Gleiche von dir behaupten.
Läuft heute irgendwas Gutes im Fernsehen? Oh yeah, die Sportnachrichten. Genau das habe ich gesucht. Ich muss es ein bisschen lauter stellen. Dieser Apfel sieht so knackig aus. Yay, Zeit für einen Apfel. Der ist bestimmt richtig gut. Au, der ist voll hart. Da gebe ich dem Moderator recht. Ein neuer Spieler sollte eingewechselt werden. Ha, wo ist mein Apfel denn hin? Ist der runtergefallen? Oh, Lizzie, der Apfel ist viel zu hart für deine Zähne. Oh, Daddy, meine Zähne sind ausgefallen. Du meine Güte, lass mich das hier pausieren. Wow, das sind wirklich deine Zähne, die dort liegen. Was mache ich denn jetzt? Keine Sorge, Schätzchen. Gib mir den Apfel, ich hol dir einen Snack. Der Löffel wird mir dabei helfen, Lizzie zu helfen. Okay, ich muss nur einen kleinen Kreis rausschneiden. Perfekt. Nun zerkleinere ich das Innere des Apfels mit dem Löffel. Sehr gut, das war's. Kann ich die Zähne wieder zurückstecken? Au! Oh, hey, hat geklappt. Meine Zähne sind wieder drin. Hey, Liebling, du wolltest doch einen Apfel essen, oder? Okay, mach den Mund weit auf. Yay, ich liebe Äpfel. Das ist wirklich meine Lieblingsfrucht. Okay, nun kann ich mich weiter den Sportnachrichten widmen. Puh, heute ist es ganz schön heiß. Aber ich habe es geschafft. Uff, jetzt brauche ich aber eine Stärkung. Wer hätte gedacht, dass Wandern so hungrig macht? Mal sehen, was ich für Snacks dabei habe. Die Tasche ist größer und tiefer, als ich gedacht habe. Ah, na also, ich habe etwas gefunden. Und es ist Unterwäsche? Ha, die brauche ich nicht. Ha? Wusste gar nicht, dass ich den eingepackt habe. Ah, da ist ja endlich mein Snack, eine Banane. Aber, naja, eine Banane ist ein langweiliger Snack. Oh wow, da ist Lizzie und sie hat geröstete Marshmallows. Na, was sagst du, Banane, wäre das auch etwas für dich? Okay, ich sehe mich mal um. Oh, die Dose wird nützlich sein. Sie muss offen nach oben stehen und geschält sein. Haha, wie eine Banane. Dann lege ich ein Stück Aluminiumfolie über die Dose. Die wickle ich um die Dosenstücke. Perfekt. Der perfekte Behälter für die Grillkohle, die ich mitgebracht habe. Die wird nun angezündet und dann heißt es abwarten. Okay, Banane. Dein Moment ist gekommen. Ich habe die Banane längs aufgeschnitten. Etwa so. Hier kommt der beste Teil. Die Banane wird mit Schokolade und Marshmallows gefüllt. Nun kommt die Banane auf den Grill. Jetzt muss ich nur noch warten, bis die Banane durch ist. Okay, das sollte genug sein. Seht euch all die Schokolade mit den Marshmallows und der Banane an. Lecker. Lexi, hey. Hi, ich bin's Lizzie. Was hast du da? Ich habe einen Löffel dabei. Oh, okay, du kannst etwas von meinem Bananenboot abhaben. Danke. Das sieht voll gut aus. Ab in den Mund. Oh, wow, das ist sowas von gut. Du bist echt clever. Danke. Hier, nimm noch etwas. Es gibt genug für alle. Puh, ich habe echt noch so viel Arbeit vor mir. Ta-ta-da, ich bin cool, der Rest ist blöd. Dad, fang den Ballon. Whee! Ha? Oh, verstehe. Hier kommt er zurück. Fang ihn. Ah, das war nicht lustig. Und nun ist mein Ballon sauer und traurig. Genau wie ich. Er braucht ein Gesicht, ein wütendes Gesicht, damit er so aussieht wie Dad. Dad, sieh mal, der Ballon sieht genauso aus wie du. Ja, sehr clever, gut getroffen. Puh, jetzt ist mir ganz schön heiß und ich bin müde, weil ich so schnell war. Dad, mein Ballon sieht aus wie du. Hey, Lizzie, ich arbeite gerade. Oh, du bist so gemein, mir reicht. Nimm das, du wütender Ballon und wütender Dad. Oh, der Ballon ist echt weit geflogen. Nein, mein wütender Ballon! Oh, das soll wohl ein Scherz sein. Na gut, ich muss wohl was unternehmen, wenn ich heute noch arbeiten will. Hier ist ein Ballon mit Löchern und einer ohne Löcher. Ich habe den lochfreien Ballon in den kaputten gesteckt. Und nun brauche ich einen Trichter, da ich Glitzer hineingeben möchte. Die goldenen Sterne werden den Zweck erfüllen. Ich schütte sie in den Ballon. Okay, und jetzt brauche ich Flüssigkeit. Oh, die Limo eignet sich sehr gut. Sehr gut, das Glitzerspielzeug ist fertig. Gleich mal ausprobieren. Yep, das funktioniert genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich vermisse meinen Luftballon. Oh, ein neues Spielzeug, voll cool und es glitzert. Yay, danke, Daddy, das ist toll. Tja, zum Glück gefällt es ihr. Nun kann ich in Ruhe weiterarbeiten. Dad, guck mal, wie ich den Ballon zerquetsche. Oh, hört das denn nie auf. Zurück zur Arbeit.
Mit Kindern zu reisen ist noch stressiger als ohnehin schon. Deshalb haben wir diese tollen Tipps zusammengestellt. Welche Reisehacks kennst du? Teile sie uns unten in den Kommentaren mit. Vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren.